Ich möchte Ihnen heute vorstellen, wie man eine Haftcreme richtig verwendet. Für Menschen, die eine Prothese tragen, ist die Verwendung einer Haftcreme beinahe unverzichtbar. Ein fester Sitz ist wichtig für das Wohlbefinden im Alltag, zum Sprechen, Schlemmen, Lachen und für mehr Lebensqualität. Haftcreme gibt die notwendige Haftung und verhindert das Verrutschen, schützt die Mundschleimhaut, verhindert Druckstellen durch die elastische Polsterung und sorgt für ein frisches Mundgefühl. Bei einer empfindlichen Mundschleimhaut können Sie sich für eine Haftcreme mit Aloe Vera oder Kamille bzw. eine Sensitivhaftcreme entscheiden. Die Anwendung ist recht einfach. Lagern Sie die Haftcreme am besten bei Zimmertemperatur. Damit sie den ganzen Tag gut sitzt, gehen Sie bitte wie folgt vor. Reinigen Sie zunächst Ihre Tritten und trocknen Sie ab. Spülen Sie den Mund gut aus. Tragen Sie eine kleine Menge auf den Zahnersatz auf. Achten Sie darauf, dass Sie nicht zu nah an die Kante des Zahnersatzes kommen. Setzen Sie die Tritten nun ein und drücken Sie einige Sekunden lang fest. Abschließend sollten Sie gut zubeißen, damit der Zahnersatz richtig fest sitzt. Warten Sie noch einige Minuten, bevor Sie essen oder trinken. Wenn Sie abends die Tritten wieder herausnehmen möchten, spülen Sie zunächst Ihren Mund mit lauwarmem Wasser aus und lösen den Zahnersatz vorsichtig. Abschließend sollten Sie die Tritten und den Mundraum gründlich von Essensresten und überschüssiger Haftcreme reinigen. Weitere Fragen beantworten wir Ihnen gern telefonisch über unsere kostenfreie pharmazeutische Beratungshotline. Alles Gute für Sie!